Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute zusammen die Herausforderung wöchentlicher Boss Tartaglia, der Graf in der Goldstube. Der dichte Wolkennebel, der Liyue eingehüllt hat, hat sich verzogen. Auch der Plan, der diese Region gefährdete, konnte dank der Hilfe der Chi-Sing, der Adepten und dir vereitelt werden. Die Erinnerung an deine Begegnung mit dem Grafen von den Fatui tief in der Goldstube tritt erneut hervor. Vielleicht kannst du neue Erkenntnisse aus diesen alten Erinnerungen ziehen. Und wir machen das Ganze natürlich wie immer Free-to-Play mit einem 4-Sterne-Team. Das heißt, Leute, die noch nicht so lange spielen, keine 5-Sterne-Charaktere haben oder generell einfach noch nicht so viele verschiedene Charaktere haben, einfach nur die Möglichkeit zeigen, dass es definitiv auch mit 4-Sterne-Charakteren geht. Und es funktioniert auch mit anderen Charakteren, als ich jetzt hier zeige. Meine Mittel sind natürlich auch begrenzt, weil ich bin auch Free-to-Play natürlich. Und ja, deswegen zeige ich es mit einem Beispiel-Team. Also wenn es nicht genau das Team ist, was ihr habt, ist nicht schlimm. Das funktioniert mit jedem 4-Sterne-Team. Solange man sich ein bisschen, sag ich mal, in die Charakter einliest, beziehungsweise einfach gut ausrüstet. Also die Ausrüstung ist eigentlich das A und O. Und wir machen das Ganze natürlich auf der höchsten Schwierigkeit, auf Stufe 4. Die anderen drei Schwierigkeiten kann man zwar theoretisch auch auswählen, also der Boss ist nicht an die Weltstufe gekoppelt, also zumindest nicht direkt im Sinne von, dass man jetzt auf höchster Weltstufe automatisch immer die höchste, schwierigste Herausforderung hat. Aber logisch ist es natürlich, dass man das Ganze auch auf der schwierigsten Stufe macht, weil da gibt es die besten Belohnungen. Was sind das für Belohnungen? Abenteuer-EP, Mora und Freundschafts-EP, die Klassiker, dann die Aufstiegsmaterialien für Figuren, das ist random, was man da bekommt. Also kann man Glück und Pech haben. Dann natürlich die Aufstiegsmaterialien für Figuren, die man nur aus wöchentlichen Boss-Herausforderungen bekommt. Also die sind hier einzigartig quasi. Natürlich wie immer die Verbeugung des Gladiators und Wanderorchester, die beiden 5-Sterne-Sets, die es bei jeder Boss-Herausforderung gibt. Und die unbearbeiteten Waffen des Nordens, mit denen man sich beim Schmied eine Waffe seiner Wahl des jeweiligen Typs herstellen kann. Und das Ganze heißt, wie gesagt, Erinnerungen, Gold und Schatten 4. Das ist, glaube ich, der gleiche Text, genau. Genau, das ist der gleiche Text, da gibt es keine neuen Sachen. Und das ist nur der Hinweis für das Einsammeln. Also das erste Einsammeln pro Woche kostet immer 30, beziehungsweise die ersten dreimal Einsammeln pro Woche bei den wöchentlichen Boss-Herausforderungen kostet immer 30 Hearts. Habe ich aber schon gemacht, deswegen kostet die Herausforderung jetzt 60 Hearts. Dann nochmal die Übersicht über die einzelnen Belohnungen in der Kurzfassung. Und mehr gibt es tatsächlich gar nicht zu wissen. Der Boss ist natürlich auch einfach. Ich meine, das ist der Graf, haben wir eh schon gesagt. Also da gibt es auch keine wirklichen weiteren Erkenntnisse. Und ansonsten bleibt einem eigentlich dann fast nur noch übrig, auch direkt in die Herausforderung zu starten. Und mein Team sieht so aus. Wir haben natürlich nur 4-Sterne-Charaktere, das ist ja sowieso klar. Beidou und Yanfei sind hier in dem Fall die Damage-Dealer. Beidou noch mit dem Schild zusätzlich als, Tank, kann man sagen, vertretbar. Und Schaden zurückwerfen ist natürlich auch ziemlich heftig, also sie ist auf jeden Fall beides Tank, Damage Dealer, Yanfei zusätzlicher Schaden, dann Bennett Supporter und Heiler und Xingqiu zusätzlich nochmal als Schaden Supporter. Und elementarer Einklang haben wir jetzt mit der Kombi leider in Anführungszeichen nur das aufrichtige Feuer, aber erhöht immerhin unseren Angriff um 25%. Genau, und ja, dann würde ich sagen, starten wir das Ganze und let's go. So. Amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Der Kampf beginnt jetzt auch direkt schon. Machen jetzt aber trotzdem noch eine kurze Pause. Und besprechen unsere Taktik und hauen uns ein paar Power-Ups rein. Wir brauchen einmal hier Rennen, verbrauchte Ausdauer ein bisschen verringern. Waren es nur 15%, ich weiß, ist nicht so schlimm. Ein bisschen Verteidigung und ein bisschen Angriff. Und ja, der Graf hat drei verschiedene Phasen. In der ersten Phase greift er mit Hydroangriffen an, in der zweiten Phase sind es Elektroangriffe und in der dritten Phase sind es wieder Elektroangriffe. Allerdings ist er in der dritten Phase am stärksten, das heißt, er hat am meisten Leben und macht am meisten Schaden. Also so unterscheiden sich die drei Phasen. In der ersten Phase würde ich gar nicht sagen, dass er am wenigsten Damage macht tatsächlich. Ich glaube, er macht in der ersten Phase, also zumindest nach meiner persönlichen Einschätzung oder Gefühl her, würde ich sagen, in der ersten Phase macht er tatsächlich mehr Schaden als in der zweiten Phase. Aber in der dritten Phase macht er auf jeden Fall am meisten Schaden. Und in der dritten Phase ist er auch am nervigsten zu besiegen, weil da kann er verschiedene Fähigkeiten benutzen, ganz viele verschiedene Fähigkeiten, aber zu denen kommen wir noch, wenn wir sie dann sehen. Und ja, dann würde ich sagen, let's go. Direkt zu Beginn greift er meistens mit seinem Bogen an. Genau, jetzt habe ich es tatsächlich schon versaut. Da wäre es am besten mit Beidou, wenn man den Angriff direkt abwehrt, beziehungsweise entweder ausweicht oder eben den Schaden zurückwirft, so wie hier jetzt eben. Jetzt hat es beim zweiten Versuch besser funktioniert, beim ersten Versuch war jetzt ein bisschen zu langsam.
Weil wir am Anfang schon so ein bisschen was geskippt haben. Deswegen hat das nicht so gut funktioniert. So. Jetzt kann man ganz gut angreifen mit Janfall. Zwischendurch, aber jetzt habe ich leider so viel Leben verloren. Dass das tatsächlich nicht mehr so gut funktioniert hat. Also man sieht schon, er macht schon Schaden. Aber wenn man entsprechend vorbereitet ist, dann ist es nicht so schlimm. Aber ich habe es jetzt tatsächlich sehr schlecht gemacht. Das war die schlechteste Demonstration, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber ja, passiert. Es läuft nicht mal alles perfekt. So, dann verwandelt er sich in seine dritte Stufe. Das dürfte ja sowieso schon jedem bekannt sein, der die Story schon gespielt hat. Das heißt, das überspringen wir jetzt auch, weil es... Genau. Und jetzt ist er in seiner stärksten Form. Jetzt macht er jetzt direkt seinen Teleport? Nein. Also er greift mit Hydro und Kryo, mit Hydro und Elektroangriff an. Ich glaube, ich habe vorhin nur Elektro gesagt. Also er benutzt immer noch beides tatsächlich. So. Problem ist nur, dass Janfa jetzt super low ist vom Leben her. Das ist tatsächlich nicht gut, aber wir haben jetzt Beidous Ultimate. Das heißt, wir können auf jeden Fall jetzt die Triple Elementar-Kombi auspacken. Und ihr seht schon, das funktioniert super gut. Was nicht super gut funktioniert, ist, dass ich meinen heftigen Schlag nicht benutzt habe. Was ich aber jetzt nachhole. Und fertig. Ich war zu sehr abgelenkt davon, dass die Anfall so niedrig war. Ich dachte die ganze Zeit, wenn er dann zum Schlag ausholt, stirbt sie. Aber er hat es nicht gemacht. Deswegen war diese Panik umsonst. Und das war es auch schon. Das geht immer so schnell. Es ist fast ein bisschen, ich müsste es fast mit schwächeren Charakteren machen, um es noch besser, um noch mehr Angriffe zu zeigen, die er drauf hat. Aber das Grundprinzip ist ähnlich wie bei eigentlich den meisten Boss-Herausforderungen. Wobei, kann man so tatsächlich nicht sagen. Also ich würde schon sagen, der Graf macht sehr viel Schaden. Also man hat es ja bei Janfei zum Beispiel gesehen. Ich weiß nicht, wie viel Schaden sie genau bekommen hat, aber es war ein Angriff, den sie komplett gefressen hat. Und es waren mindestens 5000 auf jeden Fall. Wahrscheinlich so 7000 oder 8000 mit einem Angriff. Das ist schon extrem viel. Das heißt, zwei Angriffe und du bist hinüber quasi. Das ist auf jeden Fall zu beachten. Und man entwickelt auf jeden Fall ein Gefühl dafür, welche Angriffe besonders schlimm sind. Also zum Beispiel zu Beginn der Schaden, den ich abgeblockt habe in der ersten Phase, wo er in die Luft geschossen hat mit seinem Bogen und dann der Hydro-Angriff mit so einem kleinen Flächenschaden wieder aufprallt. Den habe ich abgeblockt, habe 37.000 Schaden zurückgeworfen, was daran lag, dass es der maximale Schaden war, den Beidou zurückwerfen kann. Und der Schaden, den er mir sonst gemacht hätte, mal übertrieben gesagt, der wäre wahrscheinlich auch bei 10.000 bis 15.000 gelegen. Das ist extrem viel Schaden, was der da raushaut. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, von sich gewissen Angriffen gar nicht treffen zu lassen. Und dazu zählt eben zum Beispiel diese Hydro-Angriffe aus der Luft. Und am Ende wäre es auch das Ähnliche. Also in der letzten Phase sind es eigentlich immer die Hydro-Angriffe, die mehr Schaden machen als die Elektro-Angriffe, meiner Erfahrung nach, wenn man das so allgemein formulieren kann. Und ansonsten, Schild ist auf jeden Fall gut, Heal ist immer wichtig, Bennett ist tatsächlich gar nicht so ein guter Heiler, also Bennett ist eigentlich eher für Teams, wo man sich ziemlich sicher ist, dass man gar nicht so viel Heal braucht, weil er hat halt nur seine Spezialfähigkeit und wenn die nicht ready ist, dann hat er kein Heal, also beziehungsweise dann hat man gar kein Heal, also keine Elementarfähigkeit und ja, da also wenn man sich unsicher ist, sollte man wahrscheinlich lieber einen Helden wie Barbara oder andere Heiler mitnehmen, die das vielleicht ein bisschen öfter und mehr können als jetzt zum Beispiel Bennett. Aber in meinem Fall war ich mir jetzt ja relativ sicher, dass ich das schaffe, auch ohne dass einer meiner Helden in Gefahr kommt, beziehungsweise zumindest nicht ohnmächtig wird. Und so war es ja dann auch. Aber grundsätzlich, Bennett ist eher für Leute, die sich ziemlich sicher sind, dass sie mit dem Team keine Probleme haben werden, gut geeignet. Also sollte man sich auf jeden Fall mit ein bisschen auskennen, beziehungsweise einfach ein Gefühl für seine Truppe haben, ob die das schaffen oder nicht. Und ja... Ansonsten kann man alle Elemente benutzen tatsächlich. Also ihr habt es auch gesehen, ich habe jetzt Beidou benutzt. Da fragt man sich jetzt vielleicht auch, aber der hat auch zwei Elektroformen. Warum dann Beidou? Weil es beim Grafen egal ist. Also er selbst hat kein Element, beziehungsweise auf jeden Fall keine Element-Immunität. Und das ist eigentlich immer das Wichtigste bei Elementauswahl. Viele Gegner in Genshin Impact gibt, die zum Beispiel gegen Elemente immun sind. Das trifft aber nicht auf den Graf zu. Natürlich ist Elektro hier nicht sehr gut, sag ich mal. Aber ich habe Beidou auch nicht wegen ihrem Element ausgewählt, sondern einzig und allein wegen der Tatsache, dass sie ein Schild hat und Schaden zurückwerfen kann. Und das hat uns ja vor allem in der Phase 1 und 2 geholfen, wo der Graf sowieso noch nicht so stark ist, einfach um den Schaden abzublocken und vor allem in Phase 1 natürlich auch dann zusätzlich noch sehr viel Schaden zu machen. Aber ja, wie gesagt, das hat leider sowieso nicht so gut funktioniert. War jetzt nicht der beste Run. Aber grundsätzlich ist eigentlich das Wichtigste, dass ihr eure Charaktere gut ausrüstet. Das heißt, 5 Sterne Artefakte auf +20,
gute Waffen, am besten auf höchstem Level, also Stufe 90, und vor allem die Talente. Talente, 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 das ist fast das Wichtigste bei Genshin Impact. Würde ich persönlich behaupten, dass man sie zumindest bei jedem Charakter auf Stufe 6, eigentlich eher auf Stufe 8 gepusht hat, weil wenn grundsätzlich der Charakter keinen Schaden machen kann, dann kann er die besten Artefakte und alles haben, aber wenn die Talente einfach zu niedrig sind, vor allem Standardangriff, also mindestens ein Held sollte den Standardangriff hochgepusht haben, sonst wird das einfach schwierig und man macht keinen Schaden. Und ja, ansonsten solltet ihr noch irgendwelche Fragen oder Probleme mit der Herausforderung haben, könnt ihr die mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, es kann auch sein, dass ich in der Zukunft vielleicht nochmal neue Free-to-Play, noch mehr Free-to-Play-Teams für die verschiedenen Herausforderungen zeige. Also da könnt ihr auch eventuell Empfehlungen bzw. Wünsche in die Kommentare schreiben, was ich da noch ausprobieren oder vorstellen könnte. Die Combo auf jeden Fall funktioniert sehr gut, vor allem für den Grafen oder generell für viele Bosse. Also wenn ihr die kopieren wollen würdet, die ist meiner persönlichen Meinung nach sehr stark für 4-Sterne-Helden. Und damit macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Ciao, ciao.